Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Return of the Obra Dinn auf der Nintendo Switch. Ja, ein ganz interessanter Grafikstil. Wir beginnen ein neues Spiel. Verschollen auf See, 1803, das gute Schiff Obra Dinn. Erbaut 1796 London, 800 Tonnen, 18 Fuß Tiefgang, Kapitän R. Witterell. Crew 51 Mann, letzte Fahrt gen Orient, Kap der guten Hoffnung nie erreicht. Anfragen oder sachdienliche Hinweise an Ostindien Company London. So, die ehrenwerte Ostindien Kompanie. Empfänger, Oberinspektor, Versicherungen und Ansprüche, London. Die Obra Dinn ist zurückgekehrt. Begeben Sie sich umgehend nach Falmouth und erstellen Sie einen umfassenden Bericht. Company man woke me up. Said you need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Seems a bit late, if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Okay, so sieht das Ganze aus. So. Aha. Dann gehen wir mal rauf. Wir sind an Bord der Obra Dinn. Monitor IBM ist nicht. Ist ja cool Ausgabe. Sich scharf verkleinert. Störung Aktion mit ZL Zoom. Pause X Buch öffnen. Buch schließen. Nächste Seite weiter zurück in das Verzeichnis. Okay. Also, ich kann hier kein Buch öffnen, zoomen kann ich. Und Aktion. Da ist geschlossen. Können wir hier irgendwas machen? Oi! It's too heavy! Ja, hier ist ein Käfig. Da ist immer noch. It's too heavy. Lift it yourself. Ja, Moment. Also, wenn ich ein Seil hätte, zum Beispiel so eines, dann könnte ich es ja hier anbinden. Oder so. Hier wäre auch ein. Hier wären überall Seile. Ich scheitere schon ganz am Anfang.
Drehen wir nochmal rum. Vielleicht können wir tausend machen. It's too heavy. Take it yourself or open it here. Ah, jetzt bekomme ich mein Buch. Rückkehr der Obra Dinn, eine Chronik von Abenteuer und Tragödie, 1807. Ich hoffe, Sie befinden sich nun an Bord der Obra Dinn. Ich hatte diesen Tag kommen sehen. Und es war meine Absicht, die verwunderliche Geschichte des Schiffs auf den Seiten dieses Buches zu erzählen. Bedauerlicherweise hat es mir meine schwache Gesundheit nur gestattet, die folgende grobe Umschreibung zu Papier zu bringen. Ihre Anwesenheit an Bord der Obra Dinn ist von äußerster Wichtigkeit. Ich überlasse Ihnen die Enthüllung Ihres Schicksals und die Vollendung dieses Buches zu treuen Händen. Die nächsten Seiten mögen befremdlich sein, doch der Schleier wird sich heben. Mit der Taschenuhr können Sie Identität und Schicksal aller an Bord erfahren. Aha, schließen Sie jedes Kapitel ab und schicken Sie das Buch dem französischen Konsulat in Marokko. Der Inhalt des Kapitels Geschäft ist geheim. Ich kenne die Details, behalte sie aber noch für mich. Henry Evans. Okay. Die Fahrt. Das ist... von hier... ist sie hier hinüber. Oder wollte sie, oder ist sie gefahren? Das Schiff. Ups. Nochmal. Okay. Aha, und hier. Hier kann ich die Leute suchen. Österreicher war auch an Bord. Zwei sogar. Da waren ganz schön viele Leute. Okay. Auf dem Frachtdeck. Das ist alles Mord. Das ist alles noch leer. Das da liegt es jetzt das ganze Buch durchblättern. Buch durchblättern. Da liegt es an mir, das alles zu füllen. Okay. So, was haben wir hier noch? Memento mortem. Vergiss den Tod nicht. Ah, das ist die Taschenuhr. Okay. So, jetzt kann ich wieder hinauf. Auf ein neues. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Taschenuhr zum Beispiel hier was machen können. Genau. Captain! Open the door! Kick it in! Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take! Exactly what I give you! Hello?
Okay. Das ist der Captain. Würde ich sagen. Vielleicht finde ich den jetzt hier irgendwo. Das ist schwierig anhand dieser Zeichnungen hier. Aber das dürfte er sein, nehme ich an. Kann ich... Ist eben nicht genügend... Okay. Wir brauchen noch... weitere Infos. Und hier. Hier kann ich grundsätzlich nichts machen, außer mich umzusehen. Diese unbekannte Seele fand ein unbekanntes Schicksal. Gesichter scheinen nicht mehr unscharf, wenn auf die eine oder andere Art die Informationen enthüllt werden. Das ist ja cool eigentlich. Da kann man noch mal nachlesen. Auch genau, wo die Leiche liegt. Ach so, das dürfte der Captain sein. Das Gesicht dieser Person ist nicht mehr unscharf, was bedeutet, dass sie nun identifiziert werden kann. Benutzen Sie Buch und Taschenuhr, um so viele Informationen zu sammeln, dass Sie die Identität bestimmen können. Mit Hilfe der Taschenuhr können Sie Erinnerungen auf dem Schiff erneut durchleben und Beziehungen, Erscheinungsbild und benutzen Sie Karten, Crew, Manifest und Skizzen mit Gesprächsprotokollen, um Hinweise zu nehmen. Es waren 60 an Bord. Wird nicht leicht werden, Identität, Schicksal jedes Einzelnen auf die Spur zu kommen. Belastbare Informationen sind dünn gesät. Sie werden auf Basis unvollständiger Informationen ihre eigenen Schlüsse ziehen müssen. Manche Identitäten lassen sich nur durch Eliminieren von Möglichkeiten ermitteln. Viel Glück. Das ist ja interessant. So, und das sollte eigentlich der Kapitän sein. Erinnerungen, in denen diese Person auftaucht, können von hier aus durchsucht werden. Diese Seele erscheint in einer Erinnerung. Erste Erinnerung. Okay. Markieren Sie alle Erinnerungen, wo sie vorkommen, um schneller voranzukommen. Okay. Thank you.
Okay, und hier können wir wieder quasi aus der Erinnerung rausgehen. Okay. Hier liegt der nächste. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Ouch. So, das ist. Das war dann der zweite. Okay, das ist in der Kapitänskajüte. Wer ist das? Wie ist die Person zu Tode gekommen? Getötet, Messer. Aha. Okay, jetzt ist diese Türe auch geöffnet, jetzt können wir wieder zurück und uns die nächsten Hinweise ansehen. Da liegt auch noch einer. Das ist aber praktisch, so eine Taschenuhr. Steckt ein Messer drin. Okay, das ist der eine. Den zweiten. Definitiv ein Messer drin. Hat er mit einem Stock erschlagen. Wie es aussieht. Da schläft jemand. Also scheinbar ist dieses Ausblenden nach einer gewissen Zeit. Ich würde sagen, das war alles. Das war alles unser Kapitän. Öffnen
Halten Sie das Buch bei einem Gesicht, um zur Zeichnung zu blättern. Das ist sie hier. Sieht zumindest so aus. Okay, das ist der Kapitän. Bei ihm. Aha. Wird hinten markiert. Ansonsten liegt nur noch er hier. Das ist der andere Kollege. Und der liegt auch immer noch hier. Ansonsten sind im Moment hier keine weiteren beteiligten Personen. Gehen wir zurück. Okay. Hier liegen überall Leichen rum. Ein Messer und was weiß ich noch alles. Aber es ist total spannend. Abigail, your brother, my friend, I shot him dead. I'll be with you soon, my love. Please forgive me for everything. Okay, ein kleiner Selbstmord. Ansonsten sie schläft immer noch. Also Abigail hat er gesagt. Das dürfte dann wohl sie sein. Selbstmord, Pistole. Dies kann korrekt sein oder auch nicht. Schicksale werden immer zu dritt bestätigt. Identifizieren Sie mindestens drei Personen korrekt und weisen Sie ihnen das richtige Schicksal zu, damit die entsprechenden Informationen... Ja. Okay, also das sollte eigentlich... Abigail sein. Die Crew hier, sie sollte Abigail sein, würde ich sagen. Schon? Gibt es eine andere Abigail noch?
Nö. Okay. Und wenn mich dann nicht alles täuscht, dann wäre der hier. Ihr Bruder? Aber wie der heißt, weiß ich nicht. Sauerei, sowas hier. Abigail hoffentlich. Also das ist Abigail. So viel wissen wir. Was? Oha. Wer ist das? Einer dieser hübschen muss wohl Martin sein. Oder er hier. Das Verderben, ja, das sieht so aus. Zehn andere waren zugegen. 1, 2, 3, 4 haben wir schon gesehen. Das ist diese Dame. Diese. Den haben wir schon. Okay, was passiert jetzt? Was habe ich jetzt gemacht?
zeigt mir jetzt, wo diese Leiche liegt, oder wie? Möglicherweise. Kennen wir doch, oder? Aber genaueres über deren Namen erfahre ich hier auch nicht. Welches Tier war hier drin? Im Käfig. Zwölf andere waren zugegen. Zerfetzt würde ich sagen. Ziege. Also das ist wirklich richtig toll gemacht. Da hängt auch noch einer. So, und wie komme ich jetzt wieder quasi zurück? Ach so, ich kann jetzt hier schauen. Wo diese Person liegt, oder? Schauen, welches Schicksal diese Person hat. Thank you.
Kann man da runter? Nö. Aber hier ist noch jemand. Fünf andere waren zugegen. 1, 2, 3, 4 habe ich. Der hier natürlich. Wo ist Nummer 5? Eigentlich ein witziges Suchspiel. Suchspiel mit Kombiniermöglichkeiten. Ja, es ist schön. Das ist richtig cool. Okay. Ah, hier geht's gleich runter. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.